Hallo und herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Mein Name ist Georg Hagel und in diesem Video beantworte ich die folgenden drei Fragen. Was versteht man unter einer Metrik? Wozu können Metriken verwendet werden? Und welche Arten von Metriken gibt es? Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Beginnen wir mit einem einfachen Beispiel, das wir alle kennen. In der Schule oder im Studium wird gemessen, wie gut eine Person in einem Fach ist. Hat sie alles gelernt und verstanden? Kann sie alle Methoden korrekt anwenden? Eine Aussage, Person A ist besser als eine Person B, sagt nur bedingt etwas aus. Daher hat man sich auf ein Bewertungssystem geeinigt, nämlich die Noten. Wenn ich also sage, Person A hat eine 1 und Person B hat eine 4, kann man mit der Aussage schon bedeutend mehr anfangen. Was ist also eine Metrik? Eine Metrik ist im Software Engineering eine quantifizierte Aussage über ein Artefakt, einen Prozess oder ein Projekt. Hier kommt das Wort quantifizierbar vor. Das bedeutet, dass es sich bei den Metriken um Aussagen in Zahlenform handelt. Aussagen können beispielsweise über Artefakte gemacht werden, also alle Ergebnistypen, die es im Rahmen eines Softwareprojekts gibt. Beispielsweise kann man den programmierten Code, Testfälle, UML-Diagramme, Anforderungen, Use Cases und vieles andere messen. Eine Metrik wäre die Anzahl erstellter Klassen. Weiterhin sehen wir in der Definition, dass auch Prozesse gemeint sind. Hier kann man folgendes Beispiel nennen. Die Zeit, die man für die Analyse braucht. Zu den Projektmaßen gibt es natürlich auch Beispiele. Projektkosten pro Monat, Anzahl Mitarbeiter im Projekt und viele mehr. Nachdem wir jetzt wissen, was eine Metrik ist, kommen wir zur Frage, wozu werden Metriken überhaupt verwendet? Stoppt einfach mal das Video und macht euch dazu ein paar Gedanken. Ihr könnt gern das Beispiel mit den Noten verwenden. Noten gibt es aus den unterschiedlichsten Gründen. Im Schuljahr dienen sie der Problemidentifikation. Haben zum Beispiel die Lernenden Probleme, den Stoff zu verstehen? Müssen wir den Stoff nochmal oder anders beibringen? Durch die Noten können wir feststellen, ob eine bestimmte Lehrmethode besser geeignet ist als eine andere. Wir können also ein Feedback bekommen, wenn wir neue Methoden, Techniken oder Werkzeuge eingeführt haben. Natürlich kann man mit Hilfe von Metriken die gemessenen Objekte vergleichen. Im Falle der Noten sehen wir, wer den Stoff besser verstanden hat bzw. wer dies besser in einer Klausur zeigen kann. Es stellt sich natürlich immer die Frage, wie aussagekräftig Klausuren sind. Die Noten zeigen den Erziehungsberechtigten recht gut, wo ihre Kinder stehen. Sie dienen also der Transparenz gegenüber den Auftraggebern, in Anführungszeichen. Noten können auch die Komplexität des behandelten Stoffes darstellen. Je schlechter der Durchschnitt ausfällt, desto komplexer mag ein Thema gewesen sein. Noten sind auch ein Maß für die Qualität des Unterrichts. Sind die Noten durchweg schlecht, muss man sich Gedanken machen, ob man den Stoff adäquat rüberbringt. Also hier hört es auf, wo ich unser Beispiel mit den Noten noch verwenden kann, um weitere Gründe zu finden. Wenn ihr aber noch weitere Beispiele habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Aus dem Schulbereich gibt es auch weitere Beispiele, die andere Gründe für Metriken ergeben. Wenn man sich den Stoff anschaut, der in einem Schuljahr in einer Klasse gelehrt wird, kann man zum Beispiel sehr genau sehen, ob man sich an den Standard, also den Lehrplan, gehalten hat. Und was das Lernen auf eine Klausur angeht, wenn man sich die Menge des Stoffs anschaut, kann man sehr gut abschätzen, welchen Aufwand und welche Zeit man braucht, um den Stoff zu lernen. Wenn man sich dann einen Plan macht, kann man gut nachverfolgen, wie weit man mit dem Lernen vorangekommen ist. Jetzt wissen wir, was eine Metrik ist und wozu sie verwendet werden können.
Aber welche Arten von Metriken gibt es im Rahmen der Softwareentwicklung? Dazu habe ich ein Bild mitgebracht. Das Bild zeigt verschiedene Arten von Metriken. Zum einen gibt es die sogenannten Produktmaße. Dazu gehören zum Beispiel die Anzahl der Zeilen eines Programms, auch Lines of Code oder LOC genannt. Auch die Bestimmung der zyklomatischen Komplexität ist eine Produktmetrik. Wenn euch diese Begriffe noch nichts sagen, zu beiden gibt es extra Videos auf meinem Kanal. Dann kommen wir zu den Prozessmaßen. Prozessmaße dienen dem Messen von Prozessen. Hier kann man zum Beispiel die durchschnittliche Produktivität nennen. Mit Projektmaßen können wir Werte bestimmen, mit denen ein Projekt bewertet werden kann. Ein Beispiel wäre der Prozentsatz der aktuell aufgelaufenen Kosten zu den geplanten Kosten eines Projekts. Man erkennt an den Schnittstellen der verschiedenen Arten von Maßen, dass es auch Überschneidungen geben kann. Beispielsweise ist das Maß der Testüberdeckung zum einen ein Produktmaß. Es zeigt nämlich, wie weit man das Produkt getestet hat. Außerdem zeigt es, wie gut der Testprozess verlaufen ist. Es ist also auch ein Prozessmaß. Zum dritten gibt es einen Wert für den Fortschritt des Projekts an. Also ist es Produkt, Prozess und Projektmaß. Zusammenfassend haben wir in diesem Video also gesehen, was Metriken sind, wozu man sie verwenden kann und welche Arten von Metriken es gibt. In weiteren Videos werde ich die Eigenschaften von Metriken erklären sowie einige Metriken aus dem Bereich der Softwareentwicklung vorstellen. Das werden die folgenden Metriken sein: Lines of Code, zyklomatische Komplexität oder auch McCabe-Metrik, objektorientierte Metriken und die Hallstatt-Metriken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt mir einfach in den Kommentaren unten. Danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal, wenn es heißt: Herzlich willkommen zu Software Engineering Education.